der Wind, der an einen kommt, an den Körper, an den Nervenkörper. Das ist wie Streicheleinheiten oder wie Massagen. Wir kommen alle nackt auf die Welt. Und dann wird es plötzlich kompliziert. Wichtig ist, dass jeder für sich das entdeckt oder eben auch nicht entdeckt, aber zumindest die Freiheit hat, selbst zu entscheiden, wie er leben will. Charme, Sex, Körperideale, Sexismus. Das Ende der Leichtigkeit? There are a lot of misinterpretations regarding nudism. Das ist jetzt vielleicht unspektakulär, aber es ist sehr spektakulär. Machen wir uns die Sache mit dem Nacktsein komplizierter, als sie ist? Diesen Sommer war es gar nicht so leicht, noch einen Platz auf dem Campingplatz zu kriegen. Der einzige, der noch was frei hatte, war so ein FKK-Campingplatz an der Ostsee. Und trotzdem habe ich gleich gedacht, auf keinen Fall. Aber warum eigentlich nicht? Ich würde sagen, ich bin echt kein Klemmi. Ich habe als Studentin beim Aktzeichnen Modell gestanden und mit meiner WG oder mit meinem Freund springen wir auch nackt in jeden See. Also habe ich gedacht, ich will mehr herausfinden über die FKK-Szene in Deutschland und die Frage, wie fühlen wir uns eigentlich nackt? Ich frage direkt die, die es wissen müssen, eine Naturistengruppe. Jeden Sommer finden die TNT statt, die Thüringer Naturistentage. Eine Woche voller, Achtung Wortspiel, Nacktivitäten, vor allem Wandern auf Naturpfaden. Nach vielen Absagen im Vorfeld freue ich mich sehr über die Zusage dieser Gruppe und den Vertrauensvorschuss. Stellt sich natürlich erstmal die Frage, wie verkabelt man eine nackte Person? Ey, wer lacht denn da? Sieht eh bekloppt aus, aber praktisch. Und ja, ich bleibe angezogen, bin ja zum Arbeiten hier. Die zweite Gruppe wird vom Rainer geführt. Andreas organisiert das Ganze. Seit einer Woche ist er mit wechselnden Gästen auf Wandertour durch die Region. Das ist rechtlich auch erlaubt, solange sich niemand explizit gestört fühlt. Los geht's. Martin und ich sind hier die Jüngsten in der Gruppe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe leider das Gefühl, dass es wirklich gerade unter der jüngeren Generation, also noch die Generation, die jünger ist als ich, weil ich bin jetzt 32, da ist es wirklich das Problem, dass man das Gefühl hat, die werden immer Brüder, weil es gibt kaum irgendwie Jugendliche, die sagen, ja komm, ich gehe FKK baden. Vor allem das Internet ist ein Brüderort. Einerseits sind selbst die räudigsten Pornos nur ein bist du 18 Klick entfernt und gleichzeitig müssen wir hier so harmlose Wanderpenisse verpixeln. Absurd. Bisschen bekloppt fühlt man sich ja schon so als einzige angezogene Person. Wenigstens hast du noch was. Dann fang doch mal an. Es ist echt so. Es ist so umgedreht als sonst. Man fühlt sich als Außenseiter. Man ist in der Minderheit einfach. Ja. Das ist schon ein bisschen komisch. Ja. Genau so ist es umgekehrt auch. Ne? Ja. Deswegen in der Gruppe fühlen wir uns schon richtig stark und wie normal. Ja. Angela kommt aus Köln. Mit Mitte 20 war sie das erste Mal FKK baden. War das für dich gleich easy? Also auch so von Stichwort Charme, Körpergefühl und so? Nee, das war nicht easy. Also ich durfte weit und breit niemanden sehen, um mich das zu trauen. Aha. Das, genau. Und dann habe ich halt doch viel, viel später meinen jetzigen Lebenspartner kennengelernt. Der kommt aus dem Osten und der war es gewohnt, nackt zu baden. Und der hat mich darin noch ein bisschen bestärkt. In der ehemaligen DDR war Freikörperkultur weit verbreitet. Teilweise merkt man das bis heute. Oh, jetzt wird's matschig. Ich kann das nur empfehlen. Also, das macht aber überhaupt nichts mit dem Matsch. Das ist eine schöne Abkühlung. Das ist quasi eine Moorpackung. Also auch das Barfußgehen habe ich allerdings erst jetzt auf dieser Wanderung gelernt. Und wir machen das schon seit einer Woche. Mhm. Die Füße haben sich ganz schnell daran gewöhnt. Die Füße sind ein so wichtiges Sinnesorgan, das einem ganz viele Eindrücke gibt von unten her. Das wandert richtig den Körper hoch und breitet sich aus. Ein sehr angenehmes Naturerlebnis. Außerdem der Wind, der an einen kommt, an den Körper, an den Nervenkörper. Das ist wie Streicheleinheiten oder wie Massagen. Man kann das nicht anders beschreiben. Es sind deutlich mehr Männer in der Gruppe. Ob sie das stört, möchte ich wissen. Wir sind in der Unterzahl, aber ich fühle mich sehr geborgen. Dann Plottwist. Ein kleines Schaf hat sich im Zaun verfangen. Als Naturist sei man, anders als der reine Nudist, auch sehr naturverbunden, erzählen mir die Teilnehmenden. Also geht es hier erst weiter, wenn das Lamm befreit werden konnte.
In Berlin treffe ich Hanna, eine junge Schwedin, die hier Mitglied in einem Nacktsportverein ist und sich als Nudismusbotschafterin bezeichnet. Wir reden angezogen übers Nacktsein, denn ihr FKK-Sportverein hat Corona-bedingt kaum Programm dieses Jahr. You call yourself a nudist ambassador, yes, on Instagram. What does it mean? One part of it is answering questions that people have about nudism. And to get people away, to get into nudism, people who are interested and want to try it out, but they don't know how or where. The second part of it is pretty much trying to get the message out that it's not a strange cult, that it is not about peeping toms lurking in bushes, that like there are a lot of misinterpretations regarding nudism. Being nude is something completely normal, mm-hmm. that nothing with your body should receive stigma. Mm-hmm. Then that's it. Hanna ist Mitglied im traditionellen FKK-Verein Adolf Koch, der seine Wurzeln in Berlin der 20er Jahre hat. Und das kam so. I got invited to a new dinner party. And one of them asked, how do you like to do sports naked? And I went, I don't know. I've never done sports naked. What kinds of sports? And he's like, oh, many kinds. And I joined. Eigentlich geht hier alles nackt. Volleyball, Gymnastik, Badminton oder Lagerfeuerabende. The average here is quite young actually, right? There's a great mixture. There's me, there's Daniela, the one who turned 21 last week. Oh, okay, nice. I have also a very red butt because this was early. Like, this is really early on, yes. And I had put sunscreen all over my body, but sort of forgot the butt. I know most of these butts, yes. Was auch hier auffällt, ist, dass erheblich mehr Männer im FKK-Kontext unterwegs sind als Frauen. And especially as a female coded person, we have through history been regarded so much as objects, and that female nudity automatically is sexual or sexualized in some way. Forschende aus der Sexualwissenschaft oder Soziologie nennen ähnliche Gründe. Sexismus und mehr äußere Bewertung und Perfektionsdruck lassen Frauen offenbar eher die Lust am Nacktsein vergehen. Die Freikörperkultur, wie wir sie heute kennen, hatte mal einen richtig rebellischen Ursprung, und zwar hier in Deutschland. Um 1900 gab es die Lebensreformbewegung, deren Anhängerinnen und Anhänger propagierten ein gesundes Leben und zurück zur Natur. Zur Kaiserzeit, wo es nur um strengen Gehorsam und Militarismus ging, war nackt am See chillen ein revolutionärer Akt. Die Zeiten sind vorbei, aber Hanna findet, Nacktsein wird unterschätzt. There are hard data showing that being nude with other people, that social nudity actually strengthens our self-image and our comfort in our own bodies. And that leads to increased mental health. Which I think is amazing. Hanna hat noch viel vor. Ein Nude-Dinner und ein Lesekreis sind in Planung. Aber was ist jetzt eigentlich mit dem Schaf? Gute Neuigkeiten, es wurde unter Applaus befreit. Ja! Jawohl! Okay, ihr könnt dann langsam weiter. Was ihr nicht seht, viele sind rasiert. Ich bin erstaunt. Also Frauen, Männer oder gepierst. Überall. Und manche haben so Ringe. Du zum Beispiel. Ja, sagen wir so. Also von uns gibt es ja einige, die halt doch in irgendeiner Weise einen gewissen Körperschmuck tragen. Das ist jetzt nicht aus sexueller Sicht, sondern einfach nur. Bei mir ist es halt wirklich so, wo ich sage. Ist halt wie so ein Schmuckstück. Mhm. Mehr ist es halt einfach nicht. Wenn du so viele Nackte immer siehst, ne? Ja. Wie ist es denn mal, wenn du in einem sexuellen Kontext eine nackte Person siehst? Ist das dann überhaupt noch aufregend? Da muss ich wirklich sagen, also bei mir, da ist wirklich ein gewisser Unterschied auch eingetreten, wo man dann feststellt, so eine angezogene Person sieht auch ganz interessant aus. Und wenn sie halt nackt ist, dann sagt man sich, okay, ja. Da ist schon ein bisschen dieser Reiz nicht mehr so extrem da. Für viele hier ist das Nacktsein auch eine kleine Lebensphilosophie und nicht mehr wegzudenken. Ja, ich würde auch nicht mehr jetzt sagen, also
Wenn jetzt meinetwegen irgendwie jemand kommt und sagt, das ist, also der, mit dem man jetzt verpartnert wäre, yeah. Der sagt dann, ja, ich will nicht, dass du das machst, dann würde ich sagen, okay, tut mir leid. Dann wird es nichts mit uns. Dann echt, ja? Nichts mit uns, ne? Also, ach was. Ich würde mir das auf keinen Fall nehmen lassen. Ja. Weil das halt wirklich schon einen sehr positiven Aspekt meines Lebens, oder weil es halt mein Leben doch sehr positiv beeinflusst, ne, muss man so. Ab und zu begegnen wir anderen Leuten. Die meisten schmunzeln und grüßen. War jetzt unspektakulär für Sie, eine Truppe nackter zu sehen? Es war was Neues. Ja. Wir hatten es mal im Fernsehen gesehen. Mhm. Da fand ich das schon interessant und mutig, muss ich sagen. Aber ansonsten, ich fand es eigentlich interessant und schön. Ja, stört Sie nicht? Mich stört es nicht. Ich musste dann noch anhalten, musste mal hinschauen. Und wie war es für Sie? Ganz normal. Nichts los? Naja, wir haben da kein irgendwie, Problem damit. Wir sind da nicht verklemmt. Ja. Verklemmt. Bin ich verklemmt? Wir kommen an einen Badesee. Ich ziehe mein T-Shirt aus und zack hält einer der Teilnehmer sein Fotoapparat drauf. Das mag aus seiner Sicht ganz normal sein, denn es werden die ganze Zeit Fotos gemacht. In mir löst das Unbehagen aus. Wir können das aber im Gespräch klären. Mir wird nochmal klar, nackt sein ist irgendwie verdammt relativ. Ich finde es wichtig, dass jeder für sich das entdeckt oder eben auch nicht entdeckt, aber zumindest die Freiheit hat, selbst zu entscheiden, wie er leben will. Roberto aus Ostsachsen. Und wenn es warm ist, ziehe ich aus. Es ist aber echt idyllisch hier, ne? Hier ist ja auch keine Sau. Nur Libellen und Wald und nackte Fuß, da tanzen schon die Es gibt verdammt viele Stellen mit Libellen und Wald. Ich bin nackt, ganz nackig, na und? Ich bin nackt, so will es die Natur. Die Stimmung ist ausgelassen und natürlich. Was mir hier alle erzählen, ist, wie gesund das Ganze für sie ist. Weniger Erkältung, gutes Körpergefühl, gute Laune. Herr Meister und Frau Meisterin, lass mich in Frieden weiterziehen. Lass mich in Frieden weiterziehen und wandern. Und wandern und wandern und wandern. Und wandern, und wandern. Wie würdest du es für jemanden beschreiben, der das noch nie gemacht hat? Was? Es wird eine totale Überraschung sein, und zwar eine positive, schätze ich. Denn auch derjenige, der es noch nie gemacht hat, wie du sagst, ist ja Natur. Und die Natur hat diese Überraschung für ihn bereitgehalten. Aber er muss es für sich selbst entdecken. Irgendwann. Oder nichts muss er, aber wenn er es entdeckt, es wird positiv sein. Das weiß ich. Und da freue ich mich jetzt schon für denjenigen. Überraschungen vom Leben? Wer mag sie nicht? Okay, überredet. Zurück in Berlin suche ich mir eine Nacktivität, die besser zu mir passt. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Nackt-Yoga. Und nachdem meine Kollegin Julia Rehkopf damals bei Viva la Vulva auch mitgemacht hat, hallo, kann ich mich jetzt nicht lumpen lassen und habe gesagt, dass ich auch mitmache. Und gerade bereue ich es vielleicht so ein bisschen. Mal sehen. Der Kurs heute Abend ist nur für Frauen. Trotzdem bin ich irgendwie nervös. Naja, könnte auch an der Kamera liegen. Ich glaube, jetzt ist noch der Nackt-Yoga-Männerkurs. Deswegen will ich jetzt noch nicht klopfen. Wir sind ein bisschen früh. Hey. Hallo, wir sind. Schön, hallo. Ist schon frei? Ja. Ich dachte, die Männer sind noch vor uns. Es stellt sich heraus, dass wir heute zu zweit bleiben. Die drei Teilnehmerinnen, die bereit waren, sich anonym mitfilmen zu lassen, entscheiden sich in letzter Minute doch dagegen. Ich habe so gedacht, was muss ich denn einpacken zum Yoga? Gar nichts. Nichts. Hast ja nichts an. Claudia ist eine Berliner Pflanze und arbeitet hier seit über 20 Jahren als Coach und Körpertherapeutin. Das FKK-Yoga soll ein ganz praktischer und geschützter Raum sein. In einem Raum, der nicht sexualisiert ist, der natürlich ist, der uns eine innere Balance gibt und uns die Möglichkeit gibt, so anzunehmen, wie wir sind, ohne dass von außen irgendwas bewertet wird. Bewertet werden wir ständig, meist ungefragt. Zu dick, zu dünn, geil, ungeil, wir tun das alle, ich auch. Und viele von uns sind viel zu hart zu sich selbst. Mensch, Leute, schließt doch Frieden mit euch. Ihr müsst nicht den
Normen entsprechen, die euch von außen auferlegt werden und Regularien erfüllen, Dogmen von Gesellschaft, Kirche und weiß ich was. Seid doch einfach ihr selbst, das ist doch wunderschön und gut, es ist alles gut. Entspannt euch. Ja, entspannt euch. Ich versuche mich auch zu entspannen, denn jetzt geht's los. Gefühlslage, eine Mischung aus, ich bin eine Amazonenkriegerin und erobere die Welt und was zur Hölle mache ich hier? Ist schön. Also vor allem finde ich schön, dass ich merke, dass du so, du hast dich entspannt jetzt auch so ein bisschen. Ja. Also du hast auch was losgelassen. Ja, und ich würde jetzt gerne noch mit dir 2 Stunden weitermachen. Wirklich. Ja. Es ist schön. Ich komme noch mal ohne Kamera. Ist schön, ja. Ich habe halt überlegt, in welchen Kontexten ist man nackt oder frauennackt? Beim Sex, bei der Frauenärztin und unter der Dusche. Das sind exakt die 3 Kontexte. Sauna? Sauna, wenn man es macht, aber das wenn ist ja auch schon wieder so, ne? Es ist immer Arzt, Sex oder Waschen. So, also, ja. Und das finde ich schon, und es ist irgendwie auch mal schön, was zu haben, wo es keine Konnotationen gibt, wo man einfach nur so ist. Ich würde mir wünschen, dass, ja, dass einfach mehr Frauen Frieden damit sich finden. Jetzt vielleicht unspektakulär, aber es ist sehr spektakulär. Dem schließe ich mich an. Ich würde mir wünschen, dass wir alle unsere Körper als Verbündete sehen, dass Nacktheit sich gut und sicher anfühlt, ohne ungewollte Blicke und ohne Selbstzweifel. Eben einfach genauso normal, wie es eigentlich ist. Ja, was denkt ihr? Sollte unsere Gesellschaft mehr Nacktheit wagen? Und wie ist es bei euch? Seid ihr cool damit oder ist es eher so ein Tabuthema? Ich verlinke euch hier noch einen Film von Die Frage. Dort ist Kollege Frank unterwegs mit von Kollegin Maria von Auf Klo und sie sonnen sich nackt an der Isar, um der Frage nachzugehen, werden weibliche und männliche nackte Oberkörper anders wahrgenommen in der Gesellschaft, beziehungsweise warum ist das so? Ja, und alle weiteren Fragen könnt ihr natürlich gerne in den Kommentaren stellen. Ich gehe nächste Woche im Q&A nochmal darauf ein.